hängen schon so voll, dass die Äste auf dem Boden hängen hier. Wahnsinn. Kleiner Baum. So viel Ertrag. Na, ah, siehst du, Schatz. Bei dem Bootsfahren. Mhm. Aber das war, da war ein bisschen große Ströme. Und da bin ich um mich über Wasser gefahren und so. Oh, da könnte man auch gut hochgehen, ne? Bushcraft, the next generation. So, hier machen wir gerade eine kleine Pause. Haben wir hier so einen kleinen Snack mit. Kann ich echt empfehlen. Das sind hier so kleine Steaks. Trockenfleisch. Da ist auch so eine kleinere Tüte drin, die ihr seht. Die nicht mit essen, das ist keine Würze. Das dient eigentlich nur dafür, um den Inhalt der Tüte frisch zu halten. Also diese kleine Tüte, die ihr da unten drin seht. Seht, das Fleisch ist aber sehr gut. Komprimiert hier. Wasser entzogen, sehr hochwertig. Schmeckt ja auch, ne Max? Mhm. Das ist ein cooles T-Shirt an. Nee, hier nicht. Nee. Nee, bei uns im Wasser gibt es keine Piranhas, Max. Hier nicht. Abenteuer, ne? Okay, Papa, und wie wollen wir hier jetzt So, hier sind wir jetzt gerade an Land gegangen. Jetzt machen wir unser Mittag warm. Ja, hier haben wir einen Gaskocher. Hier ist überhaupt nichts zum Brennen in der Nähe. Ich habe mal optional einen Gaskocher mit hier genommen, dass wir hier dann auch noch schnell was kochen können.
tue mir mal die Flasche gerade da unten. Kannst du sie aufdrehen? Ich halte sie an. Essen haben wir heute mit mir so Tüten. Travel Lunch. Auch eigentlich ganz tolle Mahlzeiten. Da kommt nur noch warmes, also heißes Wasser drauf. Gibt ganz verschiedene, viele Gerichte. Mein Sohn isst gerne Zigeunertopf. Ich esse schon mal sehr gerne hier Kartoffeltopf mit Rindfleisch. Ja, dann haben wir dazu ein Brot. Haben wir hier das allbekannte Dosenbrot wieder. Brot in der Dose. Schön hygienisch frisch verpackt hier. Direkt in Scheiben. Kann man das wunderbar portionieren auch, ne? Lecker, ne? Ja, rein. Schmackhaft eigentlich auch. 250 Gramm sind in so einer Dose. Dampf gegart, sehr lecker. Das Brot jetzt schön in der Sonne schmeckt. Man kann das Wasser brutzeln. Dann können wir gleich unser Essen machen hier. Wasser haben wir uns verdient. Ja, eine schöne lange Tour bis hierhin schon. Fast am Ende. Und dann machen wir erstmal noch ein kleines Päuschen. Dann fahren wir weiter, ne? Mhm. So, jetzt ist das Gericht vorbereitet. Es sind etwa 350 Milliliter bis 400 Milliliter Wasser jetzt drauf. Das Ganze muss jetzt noch 5 bis 10 Minuten ziehen. Das ist oben jetzt mit einem Verschlussclip, ist die Öffnung geschlossen worden. Und kann jetzt optimal im Inneren durch das heiße Wasser garen und bleibt jetzt einfach so stehen und ist dann, wie gesagt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten genussfertig zum Verzehr dann. So, wir sind am Ende unserer Reise angelangt. Hier werden wir jetzt aussteigen und dann sage ich mal bis bald im Wald. Ciao.